Hier werden nun auch wieder Bücher gezeigt, aber teilweise auch PDFs. Nehmen wir mal einen Text, der ein Thema, was wir vielleicht ein bisschen mehr in den Zeitschriften finden. Wir hatten vorhin die Time Series. So, und jetzt haben wir hier auch wieder Bücher, aber auch PDFs aus Zeitschriften. Hier sehen wir, hier gibt es zum Beispiel in der Advanced and Applied Probability 1990, haben wir hier ein PDF. Wenn wir hier draufklicken, dann springen wir wieder, ähnlich wie vorhin in der ELIP, auf den Verleger. Und je nachdem, wir haben jetzt Your Access zu der Zeitschrift ist auch wieder durch die Universität Bremen. Und hier sieht man erstmal den Text und hier können wir wohl wahrscheinlich auch das PDF runterladen. Schauen wir mal, genau. Und auch hier ist man wieder sehr schnell im wo kommt das denn vorhin hin? Das ah, es wird noch runtergeladen. Sorry. Das wird unten runtergeladen. Das ist also auch wieder der Zugang zu Online-Dokumenten. Häufig hat Ihre Uni gar nicht die Zeitschriften, aber so kommt man sehr gut zu diesen Dokumenten, ohne eine Fernleihe zu machen. Das heißt, auch hier wieder, wir kommen viel, viel schneller zu einem Resultat und können sehr viel mehr Quellen suchen und sich anschauen. Gut, das lädt weiter runter. Wir gehen mal weiter in unserer Präsentation. Und auch Google Scholar können Sie natürlich wieder detaillierter erweitert durchsuchen. Zum Beispiel, dass Sie sagen, ich möchte nur aus einem bestimmten Zeitbereich, zum Beispiel erst ab 2000, durchsuchen oder ich möchte Artikel geschrieben von einem bestimmten Autor haben. So, hier ist nochmal eine Quelle, die wir zitiert haben. Ich möchte aber ganz gerne hier das noch ein bisschen erweitern. Hier nochmal kurz der Artikel und auch hier, da fängt es dann halt an und man kann sich dann den ganzen Artikel anschauen. So, da sieht man den ganzen Artikel runtergeladen. So, jetzt möchte ich Ihnen aber noch ein paar andere Dinge zeigen. Also was ganz spannend ist, ist, dass Sie den Firefox-Browser auch erweitern können, weil hier in dieser Suchfenster, da finden Sie ja verschiedene Möglichkeiten zu durchsuchen, also Google, aber man kann auch zum Beispiel so Yahoo einstellen. Und das hier ist erweiterbar. Und da möchte ich Ihnen ein paar Erweiterungen tatsächlich heute mal vorstellen. Die finden Sie im Bereich Add-ons für Firefox und da guckt man nach den Suchwerkzeugen. So, hier haben wir zum Beispiel ein Suchfenster, was verschiedene Suchmaschinen kombiniert. Das ist hier noch relativ überschaubar, sind drei: Google, Bing, also Bing Suchdienst von Microsoft und der Ask-Dienst. Das können wir mal einstellen. Und wenn ich jetzt ein Thema eingebe, dann sucht er in diesen verschiedenen Quellen. Das machen wir mal. Ich habe ja momentan auch ein eigenes Lernprojekt und springt er dort hinein und hier kann man anklicken, welche von den Diensten man suchen möchte. Und hier sieht man dann wiederum, von wem das gekommen ist. Und die Idee ist, dass man bessere Suchresultate kriegt, wenn man halt mit mehreren Suchdiensten arbeitet.
Können wir einfach das Ganze nochmal auf Bing nochmal suchen. So, hier haben wir wieder die Ergebnisse. Sieht halt ein bisschen anders aus. Das nochmal anschauen hier. Und so könnte ich jetzt verschiedene Themen durchgehen. Hier habe ich mir zum Beispiel auch eine Erweiterung für Google Scholar runtergeladen. Da würde man jetzt einen Begriff mit Google Scholar durchsuchen. Also da muss man nicht erst auf Google Scholar gehen, sondern macht das direkt aus dem Suchfenster hier. Und dann gibt es den Erweiterung Searchalot. Das ist auch ein weiterer Suchdienst. Und der tut ganz, ganz viele Sachen zusammenbringen. Wenn man sich es ja wirklich anschaut, so, jetzt haben wir hier Suchergebnisse. So, und hier kann man auch tatsächlich jetzt mehrere der ganzen Suchdienste, die hier durchsucht werden, dann an- oder ausschalten. Gehen wir mal in Advanced Search. Da wird geschaut, da kann man angeben, wo man überall sucht für einen Bereich. Ich finde das ein bisschen sehr durcheinander, weil entweder suche ich halt Videos oder ich suche Bilder oder ich suche auch Blogs und insofern würde ich immer Spezialdienste suchen, aber hier sieht man dann vielleicht, was könnte ein zum Beispiel ein guter Dienst sein für Blog-Searches, Bloglines, Blogpals, Google Blogs, Tignorati, Dick und so weiter und so fort. Also eher so eine Anregung dafür, wo zu suchen. Was wir im deutschsprachigen Bereich suchen wollen, ist MetaGer eine spannende Adresse. MetaGer ist eine große sogenannte Meta-Suchmaschine und die sucht dann im deutschsprachigen Bereich, eigentlich im deutschsprachigen Bereich. Macht ihr das auch woanders? Dann gibt es noch einen zweiten Dienst, der das nur im deutschsprachigen Bereich macht. Eine Meta-Suchmaschine ist eine Suchmaschine, die ganz, ganz viele Suchmaschinen durchsucht und einem dann die Rückmeldung gibt. Kann man also auch durchsuchen. Insofern, was ich Ihnen so ein bisschen andeuten möchte, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Suchmaschinen zu durchnutzen und zu suchen und Sie sollten sicherlich nicht nur nach den ersten 5 Seiten der Google-Suche dann aufhören.